Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Höschen, Shorts oder Panty, Bermuda, was auch immer ihr vorhabt. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, schaut hier oben einmal in die Infobox. Da werde ich euch das hier oben verlinken und hier unten in der Videobeschreibung neben meinem Kanalnamen ganz rechts befindet sich bei euch ein kleines Dreieck. Sieht auch schon fast aus wie ein Pünktchen. Da könnt ihr raufklicken, kommt dann nach unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr das Video oder auch den Transkript zum Lesen des Textes, soweit YouTube das übersetzt hat richtig. So, legen wir jetzt los mit der Erweiterung. Ich erinnere nochmal an das letzte Video. Da hatte ich ja das Basic-Teil gehäkelt, praktisch eine Art Quadrat. Klar, 4x2. Ist 8, ein Achteck, ein gedehntes. Aber da wir Frauen oder auch Männer andere Proportionen haben als wie ein Viereck, ja, geht es jetzt heute um die Erweiterung und wenn ein gewisses Maß erreicht ist, wie ihr da dann weiterarbeiten könnt. So, und zwar falte ich mir jetzt einmal mein Höschen. Ich hoffe, ich kriege das gleich so hin. Nein, guck, ist nicht richtig. Ich lasse es auch so klein, weil ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt fertig häkel, das wird so groß, das kriege ich hier gar nicht wirklich aufs Bild. Deswegen zeige ich euch das hier an einem kleinen Modell. So, wenn ihr jetzt sagt, den Short, die Beine, die Länge habt ihr jetzt erreicht. Länger möchte ich nicht werden. Ich möchte das, was weiß ich, im oberen Drittel des Oberschenkels haben. Alles wunderbar. Gut und schön habt ihr die Länge erreicht. Was ich noch zu dem Zwickel sagen muss, rechnet bitte, wenn ihr irgendein Maß in der Breite zum Beispiel erreicht habt oder auch in der Länge, rechnet da bitte pro Seite nach hier und nach da, also nach hier und nach da, nochmal 2 Zentimeter zu. Ne? Weil das ist nur hier ein Punktzwickel. Und da wir unten in dem Bereich etwas mehr Volumen umfassen, ihr könnt auch das Ganze euch einmal anziehen. Ne? Da ist ja hier der Zwickel und da geht ihr mal mit den Beinen rein und zieht euch das hinten zum Po hin und hier. Und eventuell könnt ihr mal ein paar Fäden ranmachen, dass das oben sitzt und dann könnt ihr euch das mal überziehen. Weil wie gesagt, die Seiten, die müssen auf jeden Fall noch zusammengenäht werden nachher, ganz zum Schluss. So, aber kommen wir jetzt erstmal zu der Beinlänge. Solltet ihr die Beinlänge schon fertig haben und sagt, ich möchte sie nicht länger haben, dann hört ihr hier auf. Allerdings kann das natürlich sein, dass ihr hier oben noch gewaltig was haben müsst und an der Breite. Ne? Die Länge stimmt, aber die Breite kommt noch nicht hin. So, da gucken wir mal. Das sind die Beine und da markiere ich jetzt einfach mal kurz vor dieser Ecke. Ein Markierer setze ich da und das Bein geht ja hier rum. Ist ja eine Strecke, dort auch dann vor dem Markierer, vor der Ecke ein Markierer setzen. So, das Ganze mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Einmal hier, kurz vor der Ecke eine Markierung setzen und hier oben genauso. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt in die letzte Masche, aber so, dass ihr Bescheid wisst. Denn, wenn wir es nämlich aufklappen, wissen wir, dass wir hier zwischen diesen nicht mehr häkeln brauchen. Wenn ihr mehr Maschenmarkierer habt oder ihr könnt auch einen Kontrastfaden hier locker einweben und sagen, da ist es für mich zu Ende und hier genauso. Da ist dieses Stück für mich zu Ende. So, da wir jetzt hier natürlich diesen Faden haben und in diese Richtung weiter häkeln möchten, müssten, ne, und das eigentlich nicht mehr behäkeln müssen, beenden wir hier unsere Arbeit, schneiden den Faden ab. Mache ich jetzt mal eben. Schneiden wir uns den Faden ab. Fixieren ihn. So, und dann ist gut. So, dann müssen wir gucken. Das sind unsere Beine, das ist unser Bein. Überall woanders brauchen wir ja noch, ne? Und jetzt kann man die nämlich auch wunderbar dann von Clip zu Clip dann zusammenfüdeln und hat das dann die Form schon gleich perfekt. So, wir brauchen also jetzt noch diese Seite und wir brauchen jetzt noch oben und wir brauchen
hier die Beinbreite noch. So, ganz einfach, denn das, sage ich mal, ist jetzt unser Vorderteil. So, wir fangen hier an zu häkeln. Da gehen wir rein. Theoretisch hätte man den Faden auch dran lassen können und häkelt in die zurückgesetzte Richtung. Ja, so, hier machen wir das Gleiche. Anketten, 1, 2, 3 Luftmaschen. Eine Masche hier noch in die Lücke mit reinarbeiten, dass wir auf 2 Stäbchen kommen. Jetzt brauchen wir aber keine Ecke mit 2 Luftmaschen, sondern wir häkeln jetzt unsere ganzen Maschen einmal wieder zurück. Und wenn ihr nicht weiter in runden häkelt, sondern in hin und her gehenden Reihen, was es jetzt wird, verziehen sich die Löcher, die Einstichstellen der Maschen in die Richtung. Während es, wenn wir in Runden arbeiten, die Lücken zum Einstechen in die Richtung gehen. Ja? So, da haben wir unsere erste Masche. Da stechen wir ein, machen ein Stäbchen und so weiter. Da die nächste. Und im Grunde genommen ist das nichts weiter jetzt wie Stäbchen in hin und her gehenden Reihen häkeln. Ups. So, ich mache das mal eben fertig und dann sehen wir uns wieder. So, hier habe ich angefangen mit Anketten, habe da angekettet, habe jetzt hier hoch gehäkelt. Das ist praktisch die Beinseite, die Breite. Ne? Da war ja der Markierer, das ist das halbe Bein. So, und wir brauchen ja noch die Erweiterung. Wir wollen ja nicht mehr in die Länge gehen, sondern in die Breite. Da brauchen wir noch was. Da habe ich jetzt eine Reihe gehäkelt. Jetzt kommt hier die Ecke. Da habe ich noch ein bisschen was hier zu tun. Eine Masche, zwei Maschen nochmal. Die Ecke, wie zuvor auch. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen kommen immer in eine Ecke. So, jetzt haben wir hier oben, das ist praktisch die Taille vom Zwickel unten bis nach oben. Ne? Rückenseite oder Vorderseite, wie ihr das seht. Es kann auch nachher sein, dass ihr für den Rücken vielleicht nochmal 2, 3 Reihen mehr braucht. Ne? Und dann ein Bündchen häkelt. So, also die Reihe jetzt auch noch zu Ende bis zur nächsten Ecke. Die Gerade habe ich auch geschafft. Jetzt kommt die nächste Ecke. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Das ist dann erstmal die letzte Ecke, denn wir behäkeln ja jetzt nur 3 Seiten. So, und hier war wieder unser Markierer. Das heißt, wir häkeln wieder bis in diese Ecke rein und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, die nächste Ecke ist erreicht. Dort mache ich wieder 2 Luftmaschen rein und bin fertig. Ja, also von dem Bein für die Breiterung der Hüfte, sage ich mal, oder Erweiterung, Breiterung der Beine und hier oben für die Höhe vom Zwickel bis über den Popo müssen wir ja rüber, bis in die Taille zum Beispiel rein. Solltest du jetzt nur ein Hüftpanty machen wollen, der wirklich auf den Hüften unterm Bauchnabel sitzt, klar, musst du dir das abmessen. So, nehmen wir mal an. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wenn wir das jetzt wieder so falten. Wo sind wir denn hier? Ja, ist manchmal immer gar nicht so ganz leicht hier, dieses Teil zu bändigen. So, also ihr seht, da habe ich jetzt eine Reihe gehäkelt, da die Rückseite. Und die ist natürlich jetzt hier länger, höher und breiter. Und das macht ihr so lange. Kommt jetzt drauf an, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ne, es bringt mir jetzt nichts, dieses Stück endlos für euch zu Ende zu häkeln. Ne, es soll hier nur ein Beispiel sein. Sollte jetzt diese Beinbreite oder auch oben die Hüftbreite, dass ihr da reinkommt, erreicht sein, dann hört ihr auf, diese Seiten zu behäkeln. Dann braucht ihr zum Beispiel nur noch, müsst ihr den Faden dann hier wieder abschneiden
und hier in hin und her gehenden Reihen hocharbeiten, bis ihr eure Höhe erreicht habt. Sollte es jetzt zum Beispiel ein Hüftpanty sein und ihr sagt, nö, der liegt mir schon gut auf der Hüfte auf, dann müsst ihr aufhören, hier oben zu häkeln. Je nachdem, wenn ihr jetzt, wie gesagt, sagt, oben, ich klappe das nochmal um, die Höhe langt mir, dann markiert ihr das hier auch. Einmal hier, einmal da und natürlich das Vorderteil auch. Ja, ich habe jetzt hier nur noch einen Maschenmarkierer. Wo ist der andere hingekommen? Weg. Ja, war wohl ein Gnom, ein Troll, wie auch immer. So, also da oben braucht ihr dann zum Beispiel, wenn die Höhe erreicht ist, nicht mehr weitermachen. Aber ihr braucht noch Breite. Dann müsst ihr hier häkeln und da weiter häkeln. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sollte es da echt noch Fragen geben, gerne in die Kommentare. Aber ich vermute oder ich hoffe, dass ich es eigentlich gut erklärt habe. Ich wiederhole nochmal. Im Grunde genommen ist das Ganze wie ein Topflappen ein Quadrat. Hätten wir kein Achteck, sondern nur ein Viereck, wären hier diese sogenannten Zunahme, auch Raglanstellen genannt. Und man würde immer im Kreis häkeln. So, dadurch, dass das Ganze ein überdehntes Achteck ist, haben wir natürlich hier was Geschlossenes und zweimal ein Viereck erreicht. Ja, so. Solltet ihr von dem Zwickel an eure Beinlänge, bis wohin ihr euren Short haben wollt, erstes Drittel Oberschenkel, Hälfte Oberschenkel, erreicht haben, hört ihr hier auf und setzt, wie ich schon sagte, Markierer für euch oder einen Kontrastfaden kurz reinweben und sagen, da brauche ich nicht mehr weitermachen, da brauche ich nicht mehr weitermachen. So, aber man bräuchte noch etwas mehr Breite, ne, weil man hier noch nicht mit den Schenkeln Bein reinkommt. Ne? Gut. Dann muss man natürlich, wie ich sagte, hier wieder anketten und diese Reihe 1, 2 und 3 Seiten behäkeln. Ne? Hier kommen wir nicht mehr rum, weil hier ja das Bein ist, wo wir die Länge nicht mehr wollen. Also wieder wenden die Arbeit, 3 Luftmaschen machen und die Stäbchenreihe so lange immer wieder zurückwenden. In hin und her gehenden Reihen über Eck. Die Ecken bleiben mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen dann immer gleich. So, zwischendurch immer wieder ausmessen, anprobieren. So, wenn ihr dann Vorder- und Rückenteil habt, getrennt natürlich, muss das dann bearbeitet werden, weil, wie gesagt, man kommt hier ja nicht rum. So, wenn ihr eure Breite erreicht habt, hört ihr hier auf, markiert euch meinetwegen die Seiten oder einen Faden wieder einweben und häkelt dann nur noch hier ein paar Reihen hoch, so hoch wie es braucht. Solltet ihr weiter gehäkelt haben und eure Höhe ist schon längst erreicht, aber die Beinbreite noch nicht, hört ihr hier oben auf, häkelt aber noch so lange die Seiten weiter, bis eure Beinbreite oder Hüftbreite passt. Ja? So. Wie gesagt, es soll nur ein Basic Video sein für eine Idee. Das soll jetzt kein ausgewuchtelter Short werden. Ich will euch nur zeigen, wie man das Ganze arbeiten kann. So, ich höre jetzt auch auf. Ich habe jetzt noch nicht mal hier vorne im Vorderteil eine Reihe jetzt noch zusätzlich gehäkelt, sondern ich verbinde das jetzt. Dazu mache ich jetzt mir hier erstmal eine Luftmasche. Auch wie gesagt, wenn die Seiten jetzt nicht identisch sind, weil hier vorne mir eine Reihe fehlt. Ich will euch das einfach nur mal zeigen. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit Nadel und Faden das Ganze hier zu nähen. Achtet bitte darauf, dass ihr die gute Seite dann nach innen klappt. Im Moment bei meinem Modell ist das jetzt egal. Ich könnte das jetzt auch noch rechts auf rechts drehen, ne, einmal umklappen, weil das jetzt innen eigentlich die schlechtere Seite ist und außen ist die schöne Seite. Aber wie gesagt, für das Beispiel ist es mir jetzt egal. So, ich bin ja jetzt hier an der Ecke und habe da meine 2 Stäbchen. Und klar fehlen mir hier jetzt, weil ich es nicht gearbeitet habe, 2 Stäbchen. Dadurch gehe ich jetzt hier einfach mal rein, Kettmasche. Hier nehme ich mein 2. Stäbchen auf. Und wie gesagt, gehe hier nochmal in die Lücke. Aber nur aufgrund dessen, normal nehmt ihr Masche für Masche. Die liegen nämlich dann parallel.
durch beide durch. Entweder mit einer festen Masche könnt ihr das schließen. So, und so mache ich dann weiter. Die nächste Masche, jetzt bin ich da parallel und kann da abhäkeln. So. Und so vernähe ich mir das dann entweder, wie gesagt, mit festen Maschen. Passt da bitte auf, dass das jetzt nicht zu stark gezurrt wird. Ne, dann habt ihr nämlich ein Raffmuster. Ne, wer da irgendwie fest arbeitet und unsicher ist, ne, dass das zu fest werden kann, weil meistens feste Maschen kompakter zusammenhängen wie Stäbchen, der kann auch jede dritte feste Masche beim Zusammenhäkeln eine Luftmasche machen. Ne, das bringt ein bisschen Elastizität rein. So, und dann geht's weiter. 1, 2. Immer die Gegenüber, immer beide zusammen häkeln. 3, dann mache ich mal wieder eine lockere Luftmasche rein. 1, 2, 3. Was man auch machen kann, dass man zum Beispiel zweimal auch in ein Loch einsticht. Ne? Hier haben wir jetzt eben zusammengehäkelt, dass ich einfach nochmal hier reingehe. Ne? Dann habe ich hier auch schon mal 2 Maschen drin. Also das kann man machen. So, ich häkel mir das jetzt bis zur Ecke einmal zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, bin jetzt hier wieder in der Lücke angekommen. Ich gucke mal eben, wo ist hier meine Lücke? Da gehe ich wieder rein und die gegenüberliegende Seite auch in die Lücke und habe dann die Naht hier wunderbar vernäht. Und wenn man es umdreht, sieht man nämlich gar nicht mehr so viel davon. So, die Seite habe ich jetzt zugenäht und jetzt häkel ich noch diese Seite zu. Dazu schneide ich mir natürlich logischerweise den Faden ab. Man kann sich jetzt auch mit Kettenmaschen hier rüber mogeln, würde ich aber nicht tun. Ne? Weil das hält sich dann doch zu sehr ein. So, also die Arbeit ist da beendet und die Seite werde ich jetzt auch einmal zusammenhäkeln. Ja, auch hier bin ich fertig. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Maschenmarkierer raus. Ja, der ein oder andere wird sich sicherlich fragen, Mann, warum zeigt sie denn nicht das fertige Modell in ihrer Größe oder so? Ja, sorry, hatte ich wirklich vor, aber mir kam, wie ihr auch beim Upload seht, gesundheitlich wieder derbst was dazwischen. Ich war also nicht wirklich in der Lage. Erstmal war es manchmal zu heiß. Und als es dann ja die letzten Wochen halt angenehm kühler wurde, war es mir leider nicht möglich, hier vernünftig zu sitzen in der Art, um euch das zu zeigen. Klar konnte ich sitzen, aber wie gesagt, nicht hier in dieser Position. Ja, auch jetzt geht es noch nicht so wirklich. Nur kurze Sequenzen und deswegen auch nur das kleine Modell. So, ich habe jetzt beide Seiten, ich ziehe hier mal die Nadel kurz raus, jetzt zugenäht. Drehe das Ganze jetzt um. Klar, bei euch ist jetzt die schöne Seite außen. Bei mir ist es leider Gottes jetzt andersrum, aber ist okay. So, das wäre jetzt unser Short. Ne? Unser kleines Höschen. Ne? So, gut, da passt natürlich vielleicht mal gerade ein Teddy rein, aber egal. So, nun geht es jetzt nochmal ans Bündchen, weil so möchte man das jetzt nicht unbedingt lassen. Ne? Klar, wenn man jetzt schon die Höhe erreicht hat, alles gut und schön, macht man einen kleinen Abschluss, wie man es möchte. Hier hat man ja auch noch Lücken genug, um zu sagen, ich höre jetzt auf, mache mir eine Kordel und dann langt es mir so. Ne? Aber wie gesagt, man hat jetzt natürlich noch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ja, es ist mir oben aber ein bisschen noch zu leierig, zu latschig. Ne? Ist es ja auch irgendwo, ne? Klar, durch ein Gummiband oder eine Kordel kann man das Ganze, wenn man es bis zur Taille hoch hat, kommt man hier wunderbar mit der Hüfte rein und kann sich das dort an der schmalsten Stelle, die man hat, sich zurechtschnüren. Also dafür langt es auf jeden Fall. Man kann jetzt auch noch, wie gesagt, ein Bündchen reinhäkeln oder ranhäkeln. Ja, ich sag mal, das wäre jetzt was für Profis, in Anführungszeichen. Ne, weil da muss man so ein bisschen aufpassen und zählen und auf jeden Fall würde ich da mit dem Markierer arbeiten. Ich sag jetzt mal, ich mache hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen und häkel jetzt
feste Maschen zurück. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Die fünfte, die letzte, da stecke ich mir locker einen Markierer rein. Gehe dann in das nächste Stäbchen mit einer Kettmasche. Gehe in das nächste Stäbchen auch mit einer Kettmasche. So, drehe mir die Arbeit um und habe hier meine erste feste Masche, da wo der Markierer drin ist. Den nehme ich dann wieder einmal raus und ich habe mir die Zahl ja 5 gemerkt. So, und da häkel ich wieder feste Maschen zurück. Wer das Ganze wirklich im warmen Faltmuster haben möchte, der sticht nur in das hintere Maschenglied ein. Ne? Wir haben ja oben immer diesen Zopf und wenn man jetzt da unten einsticht, hat man beide. Und wenn man nur auf das hintere Maschenglied geht, dann rückt diese da so ein bisschen nach vorne und dann hat man nachher ja so ein Muster. 1, 2, 3, 4, 5. Das ergibt praktisch so ein Muster, als würde man jetzt stricken. Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, wie man so ein Bündchenmuster macht. So, eine Luftmasche zum Wenden. Ich drehe mir die Arbeit wieder und hier gleich zu Beginn wieder in das hintere Maschenglied nur einstechen. 1, 2, 3, 4. 5. Wie gesagt, es ist eine Fummelarbeit. Hier in die fünfte wieder den Markierer rein. Und hier, da kommen wir raus. Wer sich da auch unsicher ist, war ich da drin oder nicht, muss sich da leider auch immer einen Maschenmarkierer reinsetzen, wo man war. Oder man steckt sich da einen rein, wo man hin muss. Das muss nur immer identisch bleiben. Also wie gesagt, dieses Bündchen wäre was wirklich für Profis. So, da wieder mit einer Kettmasche rein, in die nächste auch wieder rein, Arbeit wenden und hier wieder zurück. So, wie gesagt, das wäre der Profiabschluss, weil man muss wirklich gut aufpassen und es ist auch so eine Sache, wenn man jetzt wirklich einmal rum ist und man nimmt praktisch ja hier immer jede Reihe, glaube ich, eine ab, ne? Dadurch, dass ich hier ankette und in die nächste springe und dann nur eine feste Masche mache, hält sich das sehr zusammen. Ne? So, und das kann man nicht wirklich berechnen. Wenn das hier oben nämlich nur ein bisschen zu breit ist, wäre diese Abnahme schon wahrscheinlich fatal, dass das nachher zu eng wird. So, wer sich da natürlich unsicher ist, macht sich ein ganz anderes Bündchen. Wie gesagt, 2, 3, 5 Reihen, wie auch immer, wie ihr Wolle habt, wie ihr Lust habt, feste Maschen. Könnt ihr auch dann immer in Spiralrunden häkeln, auch immer ins hintere Maschenglied zum Beispiel machen. Oder man macht halbe Stäbchen rein, durch alle Schlingen, ne? Umschlag auf die Nadel, 3 Schlingen auf der Nadel und durch alle Abketten. Dadurch wird der obere Rand auch schon mal ein bisschen eingehalten, wenn ihr dann vielleicht sogar noch eine Nadelstärke kleiner nimmt. Wie gesagt, das kann ich euch wirklich nicht sagen, was ihr für Maße habt. Das ist hier auch kein Anfängerteil in dem Sinne, obwohl dieses Achteck natürlich wunderbar leicht zu häkeln ist, ne? Für ein kastiges Modell, für das Basic. Also ich sag mal, Kinder, schlanke, junge Leute, für die ist das kein Problem. Ich sag mal so Mädchen, die sich ausprobieren möchten mit dem Häkeln, Jugendliche, Teenager, wie auch immer man das nennt, vielleicht auch junge Frauen oder auch ältere Damen, die schlank geblieben sind, die halt
diese Figur haben. Ne? Die können sich natürlich an dem einfachen Modell versuchen. Ich allerdings habe ja nicht keine kastigen Proportionen, sondern eher ja frauliche Rundung, wo sie nicht unbedingt hingehören, aber das ist dann ab einem gewissen Alter so. Aber wir sind ja alle jung, wir sind ja alle jung, wir sehen alle toll aus. So, und das würde ich nämlich eher empfehlen, einfach ein Bündchen aus halben Stäbchen häkeln. Ne? Und vielleicht dann als Abschlusskante, was ich immer ganz gerne mache, eine Reihe Kettmaschen, Krebsmaschen zurück. Ne? Das ist praktisch von links nach rechts umgekehrt arbeiten, einstechen, Faden holen, also eine feste Masche häkeln und einfach in die nächste da vorliegende wieder zurückhäkeln. Dadurch gibt es auch so einen kleinen Noppenrand, der dann auch noch mal wieder Festigung bringt. Und wer auf jeden Fall möchte, der kann sich da auf jeden Fall, würde ich empfehlen, eine Kordel rein friemeln noch. So, und das wären dann die Krebsmaschen von links nach rechts einmal zurückgehäkelt, feste Maschen. So. Auch da vorsichtig sein, nicht zu stark zusammenziehen. Ich meine, beim Häkeln ist es alles kein Problem. Sollte man zum Schluss hier feststellen, ach, das ist jetzt doch zu eng. Ja gut, solange man den Faden nicht abgeschnitten hat, nicht vernäht hat, kann man das alles nochmal wieder aufrippeln bis zu einem gewissen Punkt und arbeitet das dann nochmal nach. So, das wäre dieser Krebsmaschenrand, den ich auch immer sehr schön finde. Ja, und der gewährt auch so ein bisschen ja, leichte Elastizität, hält aber dennoch irgendwo wie so ein kleiner Perlsaum die Arbeit ein. Ne? So, wollte ich euch einmal zeigen, wie ihr das macht, wie ihr das zu Ende bringt. Ja, müsst ihr selber sehen, was euch liegt. Auch hier die Beinbündchen. Auch da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Macht da ein paar Noppen rein oder ein Bänder durchfädeln, ne? Zusammenknoten. Fäden hängen lassen, bunte Bänder rein, also oder einen Abschlusssaum noch mit einer Spitze, ne, mit ein paar Bögen. Ne, also wie gesagt, eventuell komme ich da mal wirklich zu, mir so einen Short, den hier so zu Ende zu häkeln, in groß. Und dann werde ich dann auch zeigen, wie ich dann eventuelle Abschlüsse gemacht habe. So war eigentlich der Plan. Ich entschuldige mich dafür, dass ja, mich das Schicksal leider Gottes ereilt hat. Ihr seht auch jetzt die Lichtverhältnisse. Bei mir scheint jetzt ganz komisch hier die Sonne schief rein. Ja, ich hoffe, der zweite Teil hat gefallen. Wie gesagt, solltest du vergessen haben, wie der erste Teil war, schau hier oben in der Infobox, Infokarte nochmal nach oder unten in der Infobox und schau dir den ersten Teil des Basic an, wie diese Reihen oder Runden aufgebaut werden, bis du zu so einem gewissen Maß kommst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder. Und ich habe schon nächstes Video in Arbeit, also im Kopf in Arbeit, habe mir schon ein paar Notizen gemacht, freue mich schon drauf, euch dieses Video dann zu zeigen. Geht um Raglan und um die Berechnung, ne, wie man sich da irgendwie helfen kann oder wie ich für mich rausgefunden habe, wie ich mir da mit einer Formel eigentlich helfen kann. Und das Ding kommt immer hin. Egal, ob ich einen weiteren Pulli mache oder was Engeres, Halsabschließenderes, also wie gesagt, ist in Arbeit. Nächstes Mal wohl Raglan-Berechnung. Alles klar, wünsche euch wieder was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.